So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Bash Dado und heute habe ich einen neuen Waffenguide für euch dabei und der ist zur AR-160, die mit dem Naval Strike DLC hinzugekommen ist. Die Waffe wurde vom italienischen Hersteller Pietro Beretta im Jahre 2008 vorgestellt, ist also eine gar nicht so alte Waffe. Wie schon davor angesprochen, die Waffe kam hier mit dem Naval Strike DLC hinzu, das heißt, das DLC ist Grundvoraussetzung zur Freischaltung der Waffe. Danach braucht man allerdings nur noch recht einfache Sachen zu erledigen und das wäre dann 3 Ribbons mit Sturmgewehren zu erspielen und des Weiteren dann noch 20 Headshots auch wieder mit Sturmgewehren zu erzielen. Das Ganze kann in mehreren Runden aufgeteilt werden, muss also nicht auf Krampf in einer einzigen Runde erledigt werden. Der Schaden bei der Waffe beträgt ganz normale 25% auf einer Distanz von 8 Metern und fällt dann auf einen minimalen Schaden von 18 auf einer Distanz von 55 Metern oder mehr ab. Das heißt, hier hat man auch wieder ganz normalen Sturmgewehrschaden. Im Klartext heißt das außerdem, dass man 2 bis 5 Treffer auf kurzen Distanzen braucht, um einen Gegner, der noch wirklich 100% Leben übrig hat, erledigen zu können. Auf längeren Distanzen, also 55 oder mehr Metern, braucht man dann eben 3 bis 6 Treffer, was aber eigentlich auch gar nicht so schwer sein sollte, denn die Waffe ist hier wirklich unglaublich genau. Die moderate Feuerrate von 700 Schuss pro Minute deutet das schon so ein bisschen an. Die Waffe hier ist eher auf mittleren bis langen Distanzen zu benutzen, als dass sie wirklich ein unglaubliches Close Quarters Beast wird. Als Feuermodi stehen zur Verfügung der vollautomatische und der Einzelschussmodus, wobei der vollautomatische eigentlich der Modus ist, den man die meiste Zeit oder eigentlich sogar ausschließlich benutzen wird. Wenn man mal auf kürzeren Distanzen unterwegs ist oder mal den ein oder anderen Gegner trifft, dann muss man auch vielleicht mal aus der Hüfte schießen. Auch wenn ich die Hüftstreuung hier mit moderat eingestuft habe, ist das teilweise schon etwas mehr als moderat. Das heißt, sie ist etwas schlechter als die anderen Sturmgewehre oder sagen wir so, die meisten Sturmgewehre. Kommen wir aber zurück zum Standard, denn das ist ja wirklich anscheinend eine Sache, die bei der Waffe ziemlich angesagt ist. Und deswegen haben wir hier auch eine Standardmagazingröße von 30 plus 1 und die eine ist natürlich dann in der Kammer. Auch in die Richtung Standard geht die Nachladezeit mit 2 bis 3,15 Sekunden und das ist wirklich eine coole Zeit. Der Rückstoß ist wiederum eine Sache, die ich besonders gut finde, denn er ist zwar relativ stark in der Vertikalen ausgeprägt, hat aber dafür nicht so viel Horizontalen, das heißt, sie ist recht einfach zu kontrollieren. Wie man es hier beim Test an der Wand sieht, geht sie also recht weit nach oben, zieht aber nicht so weit nach rechts oder links. Ich habe es ja vorhin schon etwas angesprochen, und zwar ist diese Waffe hier wirklich gut auf mittleren bis langen Distanzen. Die Kugelgeschwindigkeit, die macht hier auch ihr Bestes, um da ein bisschen mitwirken zu können. Mit 650 Metern pro Sekunde sollte euer Projektil also wirklich nicht allzu lange in der Luft rumeiern, bis es dann euer Ziel trifft. Kommen wir mal zum Setup. Mein Lieblingssetup besteht natürlich aus 4 Sachen: Optik, Zubehör, Lauf und dann noch ein Teil unter dem Lauf. Als Optik habe ich hier ein Rotpunktvisier dabei. Ich bevorzuge persönlich das Coyote-Rotpunktvisier. Alle anderen Visiere, die eine stärkere Magnifikation haben, also ein stärkeres Zoom-Level, sind eher nicht so gut, auch wenn man natürlich sagen könnte, dass sie umso besser auf längeren Distanzen sind. Allerdings wird man den Rückstoß auch wirklich extrem merken und wenn man dann wirklich mal ein bisschen auf kürzeren Distanzen oder halt kurzen bis mittleren Distanzen unterwegs ist, was auch mal vorkommen kann, ist man halt mit dem Rotpunktvisier am besten unterwegs. Und auf längeren Distanzen funktioniert es halt immer noch gut. Als Zubehörteil gibt es bei mir das grüne Laservisier, aber auch eigentlich nur, weil halt nichts anderes Gutes dabei ist und mit dem Laservisier hat man halt wenigstens nochmal den Vorteil, dass die Streuung beim Schießen aus der Hüfte etwas verbessert wird. Auf dem Lauf findet man dann die Mündungsbremse, die dann den vertikalen Rückstoß etwas verringert. Das heißt, beim Schießen an die Wand wird jetzt direkt auffallen, dass der vertikale Rückstoß etwas verringert wurde. Negativ dabei ist nur, dass man jetzt etwas mehr Streuung hat und das ist natürlich auch nicht so super. Alternativ finde ich dann auch noch den Mündungsfeuerdämpfer ganz cool, weil damit hat man keinen Nachteil, aber halt auch weniger Vorteile und der ist relativ logisch und zwar wird das Mündungsfeuer nicht mehr angezeigt.
Unter dem Lauf sind ja normalerweise klapp- und angewinkelter Griff ziemlich beliebt. In diesem Fall bei der AR-160, die wirklich einen geringen Kick hat, wenn man die Waffe abfeuert. Das heißt, der erste Schuss hat relativ wenig Rückstoß, bringt das mit dem klapp- und angewinkelten Griff nicht so viel. Darum finde ich hier den Rund- oder Kurzgriff besser. Wer sich also davor für die Mündungsbremse entschieden hat, die wirklich gut ist, aber halt den Nachteil der etwas schlechteren oder verschlechterten Genauigkeit mit sich bringt, der kann mit dem Rund- oder Kurzgriff dann auch noch bewirken, dass diese dann wieder etwas verbessert wird. Sie kommt zwar nicht auf das gleiche Level zurück, wo sie am Anfang war, aber man hat damit einen guten Kompromiss. Die AR-160 ist also wirklich eine gute Waffe auf mittleren bis längeren Distanzen. Auf kurzen Distanzen ist sie dann allerdings nicht mehr so gut, denn mit einer Feuerrate von nur 700 Schuss pro Minute, ja, wird man halt oft einfach überboten mit Waffen wie zum Beispiel der AEK, F2000, sogar einer Ace-23 und vielen anderen. Wer allerdings viel im Modus Eroberung unterwegs ist, wird mit der AR-160 wohl ziemlich viel Spaß haben. Spaß hat es mir auch gemacht, dieses Video hier zu produzieren, das heißt, ich hoffe natürlich auch, dass es euch Spaß gemacht hat beim Zugucken. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr noch weitere Waffenguides sehen wollt, dann schadet ein Abo garantiert nicht. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.